Herzlich willkommen zur Verleihung des Taz Panther-Preises 2018. 2018, das ist ja so ein Jahr mit vielen Stichworten. Chemnitz, Köthen und eine dermaßen, also gerade dermaßen vertrackte Situation um einen Verfassungsschutzpräsidenten, der einfach nicht weiß, wann es Zeit ist, seinen Aluhut zu nehmen. Und deshalb finde ich es heute auch so wichtig, hier zu sein, weil einen solchen Verfassungsschutzpräsidenten und einen solchen Verfassungsschutz braucht kein Mensch in diesem Land. Aber es braucht Menschen, die diese Verfassung wirklich schützen. Und ich glaube, dass die, die heute hier sind, die Nominierten, die sich für die Menschenwürde einsetzen, die sich gegen Diskriminierung einsetzen, die für Demokratie und Rechtsstaat kämpfen, eigentlich die eigentlichen Verfassungsschützer sind. Diese ganzen rechten Gruppen, das muss man so sehen, sind auch Teil der Zivilgesellschaft. Zivilgesellschaft verfolgt nicht per se Ziele, die wir hier im Raum gut finden. Und das macht die Arbeit, die Sie, liebe Engagierte, die Sie heute für den Pantherpreis nominiert sind, umso wichtiger. Sie sind nicht die Zivilgesellschaft, aber Sie sind der Teil der Zivilgesellschaft, die wir nach Kräften unterstützen müssen. Also das Grundrecht auf Familienleben wurde abgeschafft. Und was ich persönlich schlecht finde, dass dieses Gesetz die Situation von Männern verstärkt hat. Die jetzt gekommen sind, würde ich gerne mit ihm weiter kämpfen, das zu ändern. Wir damals haben keine Chance. Jetzt haben wir eine Chance, zusammenzukommen und unsere Gerechtigkeit zu kämpfen. We African in Europa, we are not criminal. Mm. Anyhow, how the media, how the politicians call us here. Wir zerstören ihre Lebensgrundlagen durch unseren Kapitalismus und die Ausbeutung. Und solange wir das nicht ändern und uns ein bisschen bescheiden, damit es anderen Menschen in anderen Kontinenten auch gut geht, werden wir Geflüchtete haben. Und das ist halt perfide, einerseits den Riegel vorzumachen und andererseits weiter auszubeuten. Mhm. Und also da wünsche ich mir einfach deutlich mehr Solidarität. Mhm. Es ist leider wirklich so, dass das Vertrauen erstmal gar nicht so groß ist bei den älteren Menschen. Die sagen sich, mein Gott, warum sollte sich ein junger Mensch für mich interessieren? Die gucken in ihr Handy und dann sage ich, ja, was glauben Sie denn, was in so einem Handy drin sein könnte? Stellen Sie sich mal vor, Sie sind mit jemandem unterwegs, hier im Deutschen Theater, Berlin. Der Vorhang ist gefallen und Sie wollen jetzt nach Haus, nach Marzahn meinetwegen. Und dann ist der junge Mensch schon mit dem Handy unterwegs und sagt, ja, unser nächster Bus oder die Tram, die fährt in einer Viertelstunde da und da ab. Und das überzeugt dann, also dass man die Lebenswelten quasi sich annähern lässt. Und das ist ja auch die Idee des Projekts. Aber wie? Ich freue mich sehr, dass wir jetzt ein Lied aus dem Land meiner Kindheit für euch spielen, aus dem Iran, in das meine deutsche Mutter vor vielen Jahren glücklicherweise emigriert ist. Glücklicherweise für mich, weil sonst gäbe es mich und meine Geschwister nicht. Und ich habe so Erinnerungen an meinen Vater, der liebte dieses Lied auch sehr und der saß immer bei uns auf der Terrasse, hat Radio gehört mit trauriger Musik, hat dabei geraucht und geweint. Und das ist im Iran nicht ungewöhnlich, da weinen Männer bei trauriger Musik. Ich weiß, deutsche Männer weinen nur beim Fußball. Golesanga گل سنگم چی بگم از دل تنگم مثل آفتاب اگه بر من نتابی سردم و بیرنگم گل سنگم گل سنگم چی بگم دل تنگم مثل آفتاب اگه Wenn wir Frauen erleben, die aus diesen Zwangslagen befreit werden, die den Mut aufbringen, auch sagen, ich sage auch gegen die Täter aus, ja, wenn es zu einer Strafanzeige kommt und wir mit den Frauen, also meine Kolleginnen machen ja die eigentliche Beratungsarbeit und wenn meine Kolleginnen sie im Gericht oder vor Gericht dann auch unterstützen und sie gegen diese Täter aussagen,
dann ist das für uns wirklich ja, Erfolg, weil das sind Menschenleben, die Frauen werden ausgebeutet und ja, werden geschlagen, bedroht, erpresst und was auch immer. Und wenn wir sie da rausholen können, ist das für uns ein ganz großer Erfolg und gibt Kraft. Wir haben vor allen Dingen dann eine Chance, was zu verändern, wenn die Verbraucher verstehen, dass wir selbst als Verbraucher eine Riesenmacht haben und die Möglichkeit haben, dieses System auch zu verändern, wenn wir diese Produkte einfach nicht mehr konsumieren, wenn wir aufhören, Tiere zu essen, Tiere anzuziehen und Tiere weiter auszubeuten für unsere Zwecke. Genau, da möchte ich auch nochmal eingrätschen, weil wir sind eigentlich gnadenlos optimistisch in der Hinsicht. Meine Oma weiß zum Beispiel, sie weiß, was vegan ist, aber sie nennt es veganistisch. Also wir sind auf jeden Fall schon viel weiter als vor 20 Jahren. Und wenn ich, vor allem wenn ich hier in Berlin bin, das Veganparadies Deutschlands, dann hat sich unglaublich viel getan. Es ist kein Tabu mehr zu sagen, ich verzichte darauf, Tiere auszubeuten. Und es wird sogar supported und akzeptiert. Also da tut sich viel. Es gibt eine Zivilgesellschaft, die seit 2011 in Syrien auf der Straße ist. Gestern zehntausende Menschen demonstrieren in Nordsyrien gegen die drohende Offensive von Assad-Regime und Russland. Sie greifen nicht zu den Waffen, sondern sie demonstrieren. Und das zu zeigen und das zu unterstützen, ich glaube, das ist das, was wir erreichen wollen. Von den 3 Millionen sind nicht mehr 1% Bewaffnete, sondern es sind halt 99% andere Sie Menschen. Sie haben gerade Idlib angesprochen. Für mich sieht die unmittelbare Gegenwart nicht immer und nicht überall, aber immer öfter und in immer größeren Regionen aus wie etwas, das ich bis vor einigen Jahren nur aus Büchern kannte. Ein Land, in dem es nicht nur politische Gegner gibt, sondern auch Feinde. Jeder Idiot kann eine Scheune anzünden, so heißt eine Variation dieser Weisheit. Aber es braucht einen Zimmermann, um sie wieder aufzubauen. Beim Pantherpreis sind die Zimmerleute am Werk. Die Zimmerleute der Gesellschaft, wie wir sie wollen. Eine Gesellschaft, in der es Menschen zweiter Klasse nicht gibt. Nicht auf der Schule, nicht auf dem Amt, nicht auf der Straße und nicht im Puff. Ich bitte deshalb jetzt auf die Bühne die Soko Tierschutz. Ihr wollt gar nicht, dass diese Hühner oder die Tiere befreien, sondern ihr wollt, dass die Verantwortlichen dafür zur Rechenschaft gezogen werden und dass sich was zum Guten verbessert. Und in dem Sinne finde ich es wunderbar, dass ihr diesen Preis bekommt, weil ihr euch für Tiere einsetzt, die uns nichts sagen können, die sich nicht wehren können und die uns nicht erzählen können, welches Leid sie da eigentlich erdulden müssen. Vielen Dank. Wenn ich jetzt sehe, warum flüchten manche Menschen? Sie flüchten, weil die Fischereiflotten der Europäischen Union ihnen die Lebensgrundlage entzogen haben. Sie flüchten, weil es kein sauberes Wasser mehr gibt. Sie flüchten, weil ja, das billige Geflügelfleisch aus Deutschland die örtlichen Märkte zerstört hat. Also unser Kampf für die Tierrechte hängt häufig sehr viel enger mit dem Kampf von allen natürlich für die Menschenrechte und für die Umwelt zusammen, als man denkt. Und deswegen sehen wir das nach dem Grundsatz Triple of Oppression. Es gehört zusammen, man kann es nicht auseinander dividieren. Wer das versucht, der hat das Ganze nicht verstanden. Dankeschön. Der Tass-Panther-Preis der Jury 2018 geht an Tainer Gärtner. Wenn wir alle uns auch nur 10% von dem Verantwortungsgefühl, was Sie für Ihren Kiez, für Ihre Umwelt, für das, was Sie sieht, abschneiden würden, dann sähe erstens unsere Welt ein bisschen anders aus und zweitens, dann, aber auch nur dann, dann bräuchte es auch gar keinen mehr, der sich so Vollzeit und umfassend engagiert, wie Tainer das macht. An dem Punkt sind wir aber nicht und deshalb haben wir jetzt gedacht, manchmal muss man einfach auch diejenigen unter uns besonders stärken, die eben nicht so sind, wie wir alle das vielleicht leicht in unseren Alltag integrieren können. Wir hoffen, dass der Pantherpreis das kann, dich stärken dabei. Daniel, vielen, vielen Dank für deine Arbeit und herzlichen Glückwunsch zum Preis. Bernd, von dir würde ich mir wünschen, dass ich einen Ausdruck deiner Rede kriege, damit ich mir die nochmal in Ruhe durchlesen kann, weil ich bin gerade irgendwie völlig confused und ja, und also ich möchte mich da wirklich ganz herzlich dafür bedanken und also ich denke, damit
wird genau diese Klientel auch wieder ein Stück sichtbarer. Ja? Also das wünsche ich mir, wenn mir das jetzt ein bisschen mehr Bekanntheit bringt und ich auch solche Demonstrationen irgendwie teile und poste, dass wirklich, bitte kommt dorthin. Es geht uns alle an. Ja? Und herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Vielen Dank euch allen. Und ich würde gerne eins loswerden. Bleibt auch im nächsten Jahr gute Zimmerleute, bleibt gute Verfassungsschützer und bleibt gute Heldinnen und Helden, auch 2019. Kommen Sie gut nach Hause. Ja.